Okay. Oh, und da sind direkt fiese Aliens. Haben sich alle direkt verpisst. Ach nee, da sind sie wieder. Haha. Jawohl, sehr schön. Dann gucken wir mal hier, ob da einer drin ist. Hallo? Nee. Mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir überall Sachen. Credits. Sehr gut. Oh. Direkt mal ein paar Aliens. Alles klar. Oh. Captain Evan hat ein bisschen was abbekommen, aber nicht viel. Aber wir forschen jetzt auch direkt an an der Klinikbett-Technologie. So, machen wir hier auf. Haben wir hier noch wen? Haben wir hier vielleicht ein neues Crewmitglied? Ne, hier haben wir Sauerstoff. Und da haben wir noch ein Alien. Mit dem haben wir kurz Prozess gemacht. Sehr schön. So, hier ist nix. Da ist auch nix. So wie es aussieht. Dann alle mal Sauerstoff fassen an der Schleuse, bitte. Und dann gehen wir hier rein, wo einiges rumliegt. So. Sauerstoff wieder aufgefüllt. Dann einmal hier in die Ecke stellen und einmal Tür öffnen. Ah, keiner da. Okay. Dann einmal hier einsammeln, bitte. Credits. Und Credits. Und Credits. Und neues Datenlog. Okay. Und einmal die Tür auf. Keine Aliens. Wie sieht's hier hinten aus? Da sind wieder welche. Machen wir doch mal hier die Tür auf. Weich mal ein bisschen zurück. Komm du zu uns. Und da haben wir ihn. Und da haben wir das Schiff erforscht. Und hier haben wir kein neues Crewmitglied. Kann ja auch nicht jedes Mal klappen. Also wir müssen auch erstmal dafür sorgen, dass wir gut mit der Nahrung klarkommen. So, und das Schiff nehmen wir jetzt auseinander. Alles, was wir da haben. Oh, da ist eine Leiche drin. Ein bisschen Wasser. Schön. Das wird jetzt bitte alles auseinandergenommen und wir lesen dann mal ja, ich bin fast an der Kapazitätsgrenze für 3 Antriebe, sagt Zioge. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich muss hier wahrscheinlich einen Hüllenblock ausgeben, um noch mehr Platz zu bauen, um einen vierten Antrieb zu bauen. Und wir haben nicht mehr so viel Hyperium. Also, ja. Genau, da wird jetzt das Schiff auseinandergenommen. In der Zwischenzeit gebe ich jetzt mal in Auftrag hier mal die Hülle nochmal zu erweitern. Ich mache das hier vorne, dann muss ich hier hinten keine Wand bauen. Und dann passt hier noch ein fünftes Beet hin. Dafür gebe ich die 2 Hüllenblöcke aus. Also, ja. Nahrung muss gesichert sein. Ernte ist ganz gut. Und, ach so. Und wenn das klappt irgendwie, würde ich gerne hier unseren Arbeitsbereich erweitern. Weil wir haben auch die Chemieraffinerie. Und die kann uns Dünger herstellen. Wir haben nur noch einen Dünger. Und das wird auch mal langsam Zeit. Okay. Dann lesen wir mal Datenlogs. Starfarer, die Apokalypse oder Tranquility. Fangen wir mit der Apokalypse an. Das klingt irgendwie vielversprechend. Das... Das Ende kam weder mit Paukenschlag noch großem Trara und auch nicht in einem atomaren Feuerball. Nein, es schlich sich an. Seinen Anfang nahm es im 21. Jahrhundert. Oh, es ist noch auf Pause, ne?
Seinen Anfang nahm es im 21. Jahrhundert. Die Menschheit machte seinerzeit gewaltige Schritte nach vorne, aber die Erde hatte bereits großen Schaden genommen. Viel davon mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Als die Insektenpopulation zusammenbrach, hatte dies schwerwiegende Auswirkungen auf Agrargüterproduktion und Artenvielfalt. Dies wiederum zog Ökosysteme auf dem ganzen Planeten in Mitleidenschaft. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir unsere CO2-Emissionen drosselten, gab es bereits nicht mehr genug Bäume, um den Überschuss zu binden. Das Ergebnis waren heiße Sommer und kältere Winter. Täglich starben Tausende von Arten aus und während wir uns über Ursachen und Lösungen zankten, rissen wir die Bände zwischen uns auseinander. Allianzen zerbrachen, alte Verbündete wurden zu erbitterten Feinden. Das Gewebe, das Nationalstaaten zusammenhielten, löste sich auf. Die großen Gefüge, die Internet, Welthandel, Just-in-Time-Lieferketten und all die anderen Dinge stürzten auf welche die Menschheit zum Überleben angewiesen war, sie zerfielen. Hungersnöte, Epidemien und Kriege ließen das 22. Jahrhundert zu einem noch blutigeren werden, als es das 20. gewesen war. Doch die Menschheit hatte schon immer großes Talent zur Anpassung bewiesen. Als die Sonne das Land ausdörrte, erfanden wir den Temperaturregulator. Als es immer häufiger zu Missernten kam, erfanden wir Anbaukammern. Wir verbesserten die Recyclingtechnologie, wir fanden neue Wege zur Energiegewinnung, aber wir hinkten dort, wo es wirklich zählte, immer einen Schritt hinterher. Seinerzeit pflegten die Leute, sich über die Technologieriesen und deren Slogans lustig zu machen. Lösungen von gestern für morgen. Es ist nicht so, dass wir die Welt zerstört haben. Aber wir haben definitiv dafür gesorgt, dass die menschliche Zivilisation, wie wir sie bisher kannten, auf ihr nicht länger aufrechterhalten werden kann. Zu viele Orte verfielen zurück in feudale Tyrannei oder wirtschafteten sich herunter, bis sie sich in einer Hungersnot wiederfinden. Oder sie wurden durch die massiven Klimaveränderungen schlicht und ergreifend unbewohnbar. Doch während all dem geben wir den Blick hinauf zu den Sternen nie auf. Natürlich gab es kritische Stimmen, dass Raumfahrt eine Verschwendung immer knapper werdender Ressourcen sei, dass all das Geld und all die Mühen besser dafür aufgewendet werden sollten, um tatsächliche Problemlösungen zu finden. An diesem Punkt sieht es allerdings so aus, als wäre der Weltraum die einzig wirkliche solide Investition gewesen, die wir je getätigt haben. Ja, es ist ganz schön close for home, ne? Ihr Titel, irgendwas, Zioge, irgendwas, oder Sticky Corn auch, irgendwas ist komisch mit der Twitch-API. Also, ich habe bei Nightbot auch nichts gefunden. Aber Title und so sind Standardbefehle von Nightbot und die scheinen gerade nicht zu funktionieren. So, das war die Apokalypse, die wir vorgelesen haben. Ja, klingt irgendwie schon ein bisschen vertraut, ne? Auf jeden Fall gut geschrieben, finde ich. Oder gut übersetzt. Also gut geschrieben und auch gut übersetzt, was nicht immer selbstverständlich ist. Das finde ich ganz schön. Und wir haben noch zwei andere Geschichten. Ich will mal gerade gucken, wie weit... Ach, die sind hier noch mitten dabei. Dann würde ich mal sagen, wie spät haben wir? Okay. Ich bemühe mich auch, es gut vorzulesen. Dann nehmen wir mal Starfarer. Oh, da gibt es mehrere. Und Tranquility, da gibt es auch mehrere. Tranquility oder Starfarer? Lieber Chat. Tranquility oder Starfarer? Womit sollen wir anfangen? Zwei für Star... Zwei für Star. Fange ich an mit Starfarer. Ja, genau. Starfarer Eintrag 1. Weirdbeat. Zauberhaften guten Abend. Schön, dass du da warst. So. Starfarer Logbuch Eintrag 1. Hört eure Babys weinen.
Ich weiß, ich sollte mich eigentlich... Schon wieder Pause. Entschuldigung, nochmal. Logbuch, Log-Eintrag 1 von Starfarer. Hört eure Babys weinen. Ich weiß, ich sollte mich eigentlich schlecht fühlen. Aber ich bin im Moment einfach nur froh. Unten auf der Erde gibt es Millionen von Menschen, die am Verhungern sind. Und ich bin hier oben in Sicherheit. Naja, zu einem gewissen Grad zumindest. In dem Sinne, dass wenn ich verhungern sollte, dies dann an meiner eigenen Dummheit liegen würde. Und das ist mehr, als die meisten Menschen in diesen Zeiten sagen können. Ich mag auch die Leute, mit denen ich arbeite. Victor, Hamilton, Cutter, Sandra. Bisher kommen wir sehr gut miteinander aus. Cutter kann zwar manchmal ein wenig griesgrämig sein und Sandra hat offensichtlich in ihrem Leben Dinge gesehen, über die sie nicht reden will. Aber alles in allem sind wir bisher guter Laune und die Zusammenarbeit läuft prima. Momentan schlafen wir alle im gleichen Saal. Hamilton schnarcht wie ein Bär und ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich Zeit genug haben, um separate Kabinen für jeden von uns zu bauen. Aber mal ganz ehrlich, sein Geschnarche ist im Moment die größte Sorge, die ich habe. Das ist, naja, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es so gut hatte. Der erste und wichtigste Schritt beim Bau eines Schiffes ist der, es zu taufen. Wir haben uns für Starfarer entschieden. Hoffentlich wird ein Name wie dieser uns weitertragen. Wir sind uns nicht einig, was genau wir tun werden, sobald das Schiff fertig gebaut ist. Es sieht so aus, als wäre Victor und Sandra der Überzeugung, dass wir es der Haven-Stiftung schuldig sind, die Suche nach Eden ernsthaft und entschlossen anzugehen. Ich dagegen denke, dass wir uns zuerst mal um uns selbst kümmern sollten. Wenn wir gegenseitig auf uns aufpassen, mit anderen Haven-Besatzungen zusammenarbeiten und es vorsichtig angehen lassen, sollten die Dinge gut für uns laufen. Wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs dann sogar auch Eden. Und falls nicht, naja, einen sicheren Ort zum Schlafen und jeden Tag etwas Vernünftiges auf dem Teller zu haben, darüber werde ich mich bestimmt nicht beschweren. Ruhm und Abenteuer, die brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben. Ein Zuhause zu haben, das reicht mir schon. Und deshalb sollte ich mich wohl besser auch wieder daran machen, es zu bauen. Es gibt noch eine Menge zu tun, bevor unser Schiff wirklich selbstversorgend ist. Ende des Eintrags, des ersten. So. Sir Slot-a-Lot, danke fürs Folgen. Herzlichen Dank und willkommen in unserer kleinen, aber feinen, sehr schönen Community. So, hier hinten ist gleich alles fertig gebaut. Ich baue mal gerade so ein bisschen weiter. Eine kurze Lesepause einlegen. So, hier baue ich mal ein paar Bodenlampen hin und dann kommt hier gleich der nächste Garten, das nächste Beet hingeballert. Oh, und wir haben nochmal Sklavenhändler. Sir Slot-a-Lot, bin ja schon im Schiff, ist ja nur ein Zweit-Account. Du bist schon im Schiff. Wer bist du denn, dass du mit zwei Accounts zuguckst? Wenn du es verraten möchtest. Musst du natürlich nicht. So, ich möchte da hinten auf jeden Fall jetzt mal soweit... Ach so, Daddle Nation. Ach Mensch. Na sowas. Das Haupthandy war gerade leer. Ah, okay. Irgendwer hat die Küche gerade angezündet, aber es läuft. Und es kommt Ernte rein. Wir stabilisieren uns, was Nahrung angeht. Und wenn wir jetzt gleich das Beet bauen, dann haben wir das auch geschafft. Und wir haben Gäste bekommen. Und dann lese ich auch weiter vor. Nahrung. Nochmal so ein schönes Hochbeet. Setzen wir hier hin. Und da haben wir so gerade die Infrastrukturblöcke für. Sehr schön. Und jetzt erweitern wir hier hinten noch. Und dann können wir da auch die Chemieraffinerie hinsetzen. Aber erstmal möchte ich Handel treiben. Grüßen. Mit denen haben wir schon mal gequatscht, kann das sein? So, Weirdbeat geht zum Funkgerät. Sklavenhändlergilde, ja, mit denen haben wir schon mal. Bei denen war Nahrung auch sehr teuer. Ja, die haben nichts, was wir jetzt zwingend, dringend bräuchten. Bei denen waren Infrablöcke, nee, nicht richtig billig. Das geht noch billiger. Ja. Nö, danke.
So, hier hinten wird auch gebaut. Alle Leute haben gut zu tun, würde ich sagen. Wie sieht es mit unserer Forschung aus? Da will ich mal gerade drauf gucken. Klinikbett wird erforscht, noch 63. Sehr schön. Und dann kommt der Gegenstandshersteller und dann die Metallraffinerie. Die brauchen wir aber, glaube ich, erst bevor wir Wummen bauen können. Ja. Ja. Aber mehr Abos und Viewer, mehr Geld. Also super. Ja, Sir Slot-a-Lot, alles klar. Nee, ist okay. Haupthandy und Nebenhandy, ja, lassen wir das. Okay. Dann lasse ich das mal so weiterlaufen. Es werden hier Dinge gemacht und wir lesen mal den zweiten Eintrag von Starfarer vor. Okay. Langsame Geschwindigkeit. Starfarer, ein Log-Eintrag 2. Sie versuchen, mich zu brechen. Wir müssen essen und wir müssen atmen. Kein Wasser bedeutet keine Nahrung und keine Luft, also folgen wir den Eisasteroiden. Oder den Metallasteroiden, wenn unser Vorrat an Werkzeugen und zur Instandhaltung des Schiffes benötigten Baublöcken erschöpft ist. Oder wir suchen nach Energiekristallen, wenn unseren Bestand an Energiestäben auffüllen müssen. Der Punkt ist, solange wir uns dorthin begeben, wo es die Dinge gibt, die wir brauchen, sollte für uns alles in Butter sein. Simpel, oder? Sehr simpel sogar. Was aber bedeutet, dass auch eine Menge anderer Leute draufgekommen sind. Und anscheinend dachten ein paar von ihnen, sie könnten sich einfach, keine Ahnung, wie wir das alles geschafft haben, mit dem Leben davon zu kommen. Eine knappe Geschichte, viel zu knapp für meinen Geschmack. Wäre Sandra noch auf der Hydrokulturstation gewesen, als die Rakete einschlug, oder Hamilton, kein so guter Schütze, Cutter, kein so verdammt guter Chirurg, wir haben überlebt. Wir mussten dafür 4 Menschen umbringen, aber wir haben überlebt. Und dann hielten wir eine Bestattungszeremonie für sie ab, obwohl wir nicht einmal ihre Namen kannten. Wir trauerten um die Piraten, die versucht hatten, uns umzubringen. Warum fühle ich mich so schuldig, wo ich mich doch nur verteidigt habe? Ich hatte gehofft, die Apokalypse würde uns Menschen enger zusammenrücken lassen. Gehofft, dass wir von nun an alle an einem Strang ziehen würden, verstehst du? Anscheinend habe ich aus dem, was meine Eltern erfahren mussten, nichts gelernt. Sie horteten alles, was sie nur horten konnten und ließen nie jemanden zu sich rein, bis dann eines Tages eine wilde Meute die Tür aufbrach und ihnen alles raubte. Ich frage mich, ob nicht vielleicht Teilen die Lösung ist. Nicht bis zur Selbstaufgabe, versteht sich. Ich will bestimmt nicht, dass wir am Ende verhungern, auch wenn uns in den letzten Tagen bewusst geworden ist, dass das nicht mehr ganz ausgeschlossen werden kann. Jetzt, wo wir die Hochbeete neu bauen und neue Nutzpflanzen setzen müssen. Was ich meine ist, wenn jemand zu dir kommt, der nichts im Bauch hat und du ihm etwas zu essen gibst, dann begründet das eine Art Schuld, eine Art Band der Verpflichtung. Diejenigen gehören fortan zu dir. Es ist von nun an dein Freund. Trotz allem, was passiert ist, möchte ich nicht die Hoffnung aufgeben. Ich will auch weiterhin daran glauben können, dass die Galaxie groß genug ist für uns alle. Die Erde war es nicht, aber ich will diesen Glauben nicht verlieren. Ende des Eintrags. Ach ja. Ja. Bin gespannt, wie es in der Geschichte weitergeht. Okay, hier ist noch viel abzubauen. Die gehen an unser Wrack. Hallo? Was heißt dann unser? Aber, ja. Die sind da mit irgendwelchen Leuten und anscheinend geht es denen nicht so gut. Die haben gerade irgendwie eine Rettungsaktion durchgeführt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, ich hoffe, die lassen uns da was drin. Gut, dass wir erstmal das große Schiff angefangen haben, auseinanderzunehmen. Weil wir brauchen die Ressourcen. Und ich möchte jetzt nicht einen Kampf anfangen mit der Sklavenhändler-Gilde. Die haben zwar keine Waffen auf ihrem Schiff, aber ich fühle mich jetzt noch nicht bereit, hier großen Kampf anzufangen mit denen. Und dafür haben wir auch noch zu wenig Knarren. Also ich könnte mit meinem Away-Team irgendwie welche von ihrem Away-Team gefangen nehmen. Denke ich gerade. Aber
dann kommen sie vielleicht mit ihrem Shuttle zu unserem Schiff und wenn unser Away-Team hier ist, dann haben wir auf dem Schiff nur noch 3 Leute und nur einer davon hat eine Knarre. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Deswegen lassen wir die da ruhig irgendwie rumdödeln und wir nehmen dieses Schiff auseinander und nachher nehmen wir das hier auch noch auseinander, falls sie uns was übrig gelassen haben. Aber das werden sie bestimmt. Ja. Jo. So. Ich habe viel vorgelesen. Wir haben hier oben noch die Tranquility. 2 Einträge. Ich glaube, das mache ich heute auch noch. Aber ich glaube, wir müssen erst noch mal eine Pause machen. Ich spüre einen gewissen Harndrang. Und hier oben ist auch ein bisschen kalt, muss ich gerade feststellen. Ich würde mir gerne noch was überziehen. Deswegen würde ich eine kurze Pause machen. Und dann machen wir noch ein bisschen Logs lesen und schauen mal, wohin uns die Reise führt. Hallöchen, da bin ich auch schon wieder. Pause vorbei. Okay, wir machen erstmal weiter und na, Duddle Nation, herzlich willkommen zurück. wir machen erstmal weiter. Die sind immer noch da, das Schiff auseinanderzunehmen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Oh, ich muss das Feld bestellen hier. Und da machen wir mal, weil wir so wenig Nüsse und Samen haben, da machen wir mal auch nochmal 3 rein und hier von jedem einen. Weil nur in dem Beet haben wir jetzt auch noch Nüsse und Samen, genau. Damit wir ein bisschen ausgewogene Ernährung bekommen, aber künstliches Fleisch fehlt uns auch noch. Genau, wie sind wir? Wir sind am Forschen für das Klinikbett. Da sind wir bald soweit. Dann Gegenstandhersteller, dann Metallraffinerie, dass wir uns Waffen machen können. Und dann können wir auch mal aggressiv werden. So ein bisschen. Ah, hier unten ist endlich das fertig, dass wir eine chemische Raffinerie bauen können. Die setze ich mal hier hinten in die Ecke. Ja. Ja. Die setzen wir mal da hinten in die Ecke. Da haben wir hier noch Platz. Das gefällt mir. Wie viel brauchen wir dafür? 3 Tech-Blöcke und 3 Infrastrukturblöcke. Okay. Teuer, aber wir brauchen den Dünger. Wir haben nämlich jetzt 0 Dünger. Und wir haben gerade unser 5. Gewächshaus angebracht. Also, ja. Ist bitter nötig. Sehr schön. Und dann, wir haben ein bisschen Chemie-Rohstoff, dann stellen wir Chemikalien her und Dünger. So, erstmal Chemikalien herstellen. Falls wir weniger als 10 haben, stelle mit Chemikalien her. Und Dünger, falls wir weniger als 5 haben. Wir haben 5 Beete, stelle Dünger her. Das ist doch schon mal was. Das wird einiges an Strom ziehen, wenn der Recycler und die Raffinerie... Ja, hier hinten sieht man es. Das ist anstrengend. Wir werden jetzt mehr Energie verbrauchen, wenn wir die beiden Geräte betreiben. Aber hier hinten, das habe ich so positioniert, dass sowohl die Antriebe als auch hier unsere Kammer, in der wir die Industrie unterbringen, in diesem Bereich drin liegen. Hey, und das Klinikbett ist erforscht. Jawohl. So, ich bin noch groß. Danke, Horsti. Wir haben Klinikbetten erforscht. Super. Und hier unten haben wir Chemieraffinerie. Dann würde ich hier oben mal... wo ist die nächste Forschung? Gegenstandshersteller. Okay, der dauert jetzt noch eine Weile. Und da würde ich jetzt sagen, da können wir uns leisten, mal... bisschen. Achso, wir haben keine.
Dann würde ich sagen, bauen wir die Klinikbetten hier in den Raum irgendwie mit rein. Wir bewegen mal den Forschungsterminal und bewegen mal die Forschungswerkbank nach da hinten. Und dann setzen wir erstmal provisorisch hier an die Stelle mal ein Klinikbett. Oder zwei. An diese Ecke. Irgendwie. Wir brauchen ein paar mehr Höhlenblöcke. Aber das wird ja jetzt hoffentlich aus diesem Schiff werden wir einiges an Höhlenschrott rausbekommen, der dann recycelt wird, dass wir ein paar Höhlenblöcke bekommen. Und dann können wir hier was machen.